Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Vlogs vom Küchentisch Michaelas Welt. Und ich bin die Michaela. Ihr merkt, ich habe gerade ein bisschen Probleme gehabt mit der Aussprache des Wortes Küchentisch. Habe ich vorhin ein bisschen geübt, weil ich habe gemerkt, ich habe da diese zwei K und Sch, das passt irgendwie. Es ist gar nicht so einfach, das hintereinander so getrennt rauszubringen. Und ich habe gedacht, das klingt ganz nett. Vlog vom Küchentisch. Ja, was gibt's Neues von mir? Wer meinen Blog verfolgt und auch meinen Podcast vielleicht und auch mich bei Instagram oder Facebook oder sonstigen sozialen Netzwerken, hat vielleicht gesehen, was ich so mache, was ich die letzten zwei Wochen so gemacht habe. Ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, dass ich den letzten Vlog abgedreht habe und ein bisschen was von mir gezeigt habe. Ja, wundert euch nicht, dass ich hier einen Fächer in der Hand halte. Also es ist ein Fächer hier, weil es ist hier einfach unheimlich heiß bei mir in der Wohnung. Heute ist Sonntag, es hat ein bisschen abgekühlt gestern und heute, aber trotzdem bei mir nicht in der Wohnung. Also draußen sind es, glaube ich, bloß so 20 Grad ungefähr, aber bei mir in der Wohnung sind es jetzt noch 27 Grad und das ist dann doch relativ viel. Ich habe hier noch zwei Leuchten aufgebaut, weil es jetzt doch vom Wetter her nicht mehr ganz so hell ist. Von daher trägt das auch nicht gerade bei zur Raumtemperatur, sagen wir zu einer angenehmen Raumtemperatur. Ich habe auch noch alle Fenster aufgemacht, also nicht wundern, wenn da ein bisschen Straßengeräusche zu hören sind. Die habe ich ja meistens zu, aber deswegen habe ich auch ein Ansteckmikro. Ich hoffe, ich muss aufpassen, dass ich nicht mit der Kette hier dran komme, sonst raschelt das immer. Das ist immer das Blöde mit den Ansteckmikros. Ja. Okay, und diesen Fächer, den habe ich gestern ganz, ganz dringend gebraucht. Also gestern Samstag, das war ja so eine Hitze, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Gestern war es, glaube ich, auch über 30 Grad warm und es war so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass es so richtig drückend schwül war. Also bei mir in der Wohnung, wie gesagt, waren es 27 Grad oder 28 Grad dann zum Schluss. Aber wo ich dann rausgekommen bin und beziehungsweise dann aus dem Auto ausgestiegen bin, boah, das hat mir richtig erschlagen. Da hat so eine richtig drückende, schwüle Hitze auf einen sofort, wie mit Dampfhammer, hat mich das da umgehauen. Ja, und ich war gestern auch noch draußen ein bisschen unterwegs. Und zwar war ich gestern vereinstechnisch unterwegs. Ich bin also schon seit, glaube seit über 30 Jahren im Schützenverein. Ja, ich bin eine Schützendiesel sozusagen. Und war da mit meinem Vater, der jetzt auch schon langsam auf die 90 zugeht, und noch mit dem Mann meiner Nichte beim Schießen. Ich musste zum Schießen gehen, weil ich habe Aufsicht gehabt, also sprich, es war halt so ein Vereinsdienst sozusagen. Man darf ja nicht so ohne weiteres da auf so einen Schießstand gehen und dann einfach da seine Pistolen auspacken. Also ich schieße hauptsächlich Pistole. Und da muss immer eine Aufsicht da sein, beziehungsweise wenn man alleine da ist oder alleine hingeht, dann muss man selbst eine Aufsichtsbelehrung mitgemacht haben und so weiter und so fort. Ist alles sehr, sehr stark reglementiert, logischerweise, weil es könnte ja durchaus was passieren. Und wenn man auch dann so schaut, auch wenn man denkt, ja, da passiert schon nichts und sonst irgendwas, aber auch bei uns ich bin da in diesem Kreis, wo unser Verein mit dabei ist, ist durchaus vor einigen, ist schon eine ganz, ganz ganze Weile her, ist aber auch schon einiges passiert, wo man auch denkt, das kann ja eigentlich gar nicht passieren. Und deswegen sind eigentlich die Sicherheitsvorschriften durchaus sinnvoll und auch nützlich, auch wenn sie manchmal nicht uneinsichtig, sondern wo man denkt, was soll das eigentlich, gell? Aber es ist sinnvoll und auch nützlich, denke ich. Und je weniger passiert, umso besser. Und da kann man eigentlich keine zu große Vorsicht walten lassen, finde ich. Ja. Wie gesagt, ich war beim Schießen. Vielleicht schneide ich noch ein Bild mit rein, wie ich da auf dem Schießstand stehe. Ich habe nämlich da mal kurz meine Kamera eingeschalten gehabt. Und ich finde den Schießsport eigentlich eine ganz schöne Sportart. Also ich, wie gesagt, bin seit über 30 Jahren dabei und finde das also, hat eine sehr, sehr tolle, also man muss sich mit sich selbst beschäftigen, finde ich. Also es hat eine sehr meditative Komponente, ähnlich wie jetzt zum Beispiel das Bogenschießen im Japan. Da gibt es ja dieses, das ist auch eine sehr meditative Art und Weise. Und auch beim Schießen ist es ja auch, man trainiert sozusagen einen Handlungsablauf ein. Man muss sich selbst beobachten, man muss seinen Atem kontrollieren, man muss seinen Atem beobachten, man muss sein Zielen beobachten, mit sich selbst beschäftigen. Also es führt zu einer Art Achtsamkeit. Und
dadurch auch zu einer gewissen Ruhe, zu einer gewissen inneren Gelassenheit. Und ja, und erst wenn man diese innere Gelassenheit und Ruhe irgendwo auch verinnerlicht hat und dann auch im Ziel oder beim Schuss abgeben kann, ist dann, sieht man das Ergebnis dann tatsächlich auch auf der Scheibe, indem man nämlich auch ein sehr gutes Ergebnis abliefert. Also es hat dann irgendwo so einen Regelkreis zwischen Beobachtung, Selbsterfahrung, Ruhe und ja, Ergebnis dieser Ruhe. Also finde ich sehr, sehr schöne Sportart. Und andererseits natürlich auch, weil, ja gut, ich bin sehr, sehr unsportlich eigentlich. Ich habe schon als Kind irgendwo alles, was mit Bewegungen zu tun hatte, also sowas wie Laufen, Leichtathletik, Bodenturnen, Geräteturnen, das habe ich echt gehasst. Da war ich unheimlich schlecht und ich habe auch keine Konditionen körperlich gesehen. Gut, ich wiege auch ein bisschen zu viel, das liegt vielleicht auch daran. Ich müsste ein bisschen mehr machen. Ich habe mal eine Zeit lang relativ viel Fahrrad gefahren, also sieht man jetzt nicht, also hier in meiner Wohnung steht ein Fahrrad, das ich schon seit 3 Jahren nicht mehr benutzt habe. Möchte ich wieder machen. Habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon erwähnt. Bin auch nicht dazu gekommen. Mir fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, so Accessoires wie entsprechend passende Fahrradkleidung. Ja, weil die Kleidung, die ich noch da habe, die ist irgendwo, bin ich irgendwie entwachsen sozusagen. Und passt einfach nicht mehr so richtig. Und müsste ich mich erstmal entsprechend neu einkleiden und die Reifen aufpumpen richtig. Und dann könnte es eigentlich losgehen. Ja, aber jedenfalls bei so Temperaturen wie gestern, wo es so schwül war, wäre ich nicht Fahrrad gefahren. Also das ist eins, was ich auch schon früher gemerkt habe, wenn ich Fahrrad fahre und es hat eigentlich einfach keinen Kühlungseffekt während des Fahrens, dann lasse ich es sein, weil dann ist das einfach nur noch eine Quälerei, finde ich, und einfach sehr unangenehm. Deswegen bewundere ich auch dann auch tatsächlich so Fahrradfahrer, die Tour de France fahren und dann, was weiß ich, 200 Kilometer am Tag bei so einer Hitze fahren und das auch körperlich und auch mental irgendwo schaffen, finde ich ganz klasse. Also ich könnte es nicht, ich möchte es auch nicht, und aber finde ich ganz toll, wenn das jemand da so eine Begeisterung fürs Fahrradfahren hat und das auch kann. Also Fahrradfahren, wie gesagt, ist auch eine tolle Sportart, die ich so, ja, hobbymäßig schon mal ein bisschen betrieben habe, aber ich bin jetzt keine großen Touren gefahren. Also ich fahre da so 20, 30 Kilometer mal, so eine Stunde am Nachmittag. Das reicht mir dann, also just for fun, ein bisschen Fitness. Ich kenne da andere, die fahren auch, was weiß ich, hier in den Alpen irgendwo mal irgendwelche Pässe hoch, 160 Kilometer am Tag und sowas. Kenne ich tatsächlich jemanden, der das schon mal gesagt hat, oh, da irgendwo Pass hochgefahren und dann sonst irgendwas und dann abends aber noch unterwegs, gell? Finde ich ganz toll, wenn jemand das kann. Ich kann es nicht, ich hätte nicht diesen Antrieb dazu und auch nicht irgendwie so das Bedürfnis, mich da irgendwo so auszupowern. Das muss alles irgendwo, so hat ein bisschen mehr Just for Fun einfach und nicht so sehr, nicht so viel, nicht so ins Extrem gehende einfach. Ja, das war also gestern, wie gesagt, mein Erlebnis, was ich hauptsächlich gemacht habe. Hat zwar nicht lange gedauert, es kamen nicht so viele Schützen, waren vielleicht, ja, war relativ gut besucht, wir waren insgesamt zu 8, glaube ich, auf dem Schießstand. Ich muss einmal im Vierteljahr so diesen Aufsicht beim Schießen machen. Klar, irgendjemand muss ja diese Aufsicht machen und der Verein lebt natürlich von seinen Mitgliedern. Da muss natürlich jeder mal ran. Finde ich, es ist in Ordnung. Klar, es stinkt mir dann meistens auch, weil es meistens immer irgendwie, hätte man gerne was anderes zu tun. Aber ja, wie gesagt, irgendjemand muss es ja machen. Und ich bin da eigentlich nur, mache nur Aufsicht beim auf dem Pistolenstand, weil ich hauptsächlich Pistole schieße, also Kleinkaliber, Großkaliber. Und ja, Gewehr habe ich auch, könnte ich auch schießen, aber ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Müsste ich vielleicht auch mal wieder mal Angriff nehmen, habe ich ja, ist alles da. Wie gesagt, ich bin seit über 30 Jahren in dem Verein und da hat sich durchaus was angesammelt. Auch was ich ganz, ganz besonders, also ich erzähle jetzt vielleicht mal ein bisschen was über den Schießsport. Was ich ganz besonders interessant finde, ist eigentlich Schwarzpulverschießen, Vorderladerschießen. Das hat irgendwie noch was richtig Archaisches, wenn man so da diese, ja, diese Schwarzpulver in eine einläufige Pistole reinstopft und dann die Kugel oben drauf und dann hinten vielleicht noch am besten mit Zündhütchen drauf und dann, also es hat irgendwo was, man merkt irgendwie, ich kann es nicht richtig ausdrücken, es ist irgendwie was Archaisches, was Altertümliches und es ist irgendwas, was mir ganz besonders irgendwie Spaß macht. Leider mache ich es viel zu selten, weil das ist das eine, das Schießen beim Schwarzpulver oder Vorderlader, das andere ist danach das Saubermachen. Also bei Patronenwaffen ist das ja kein Problem, weil das Pulver ist nicht so aggressiv.
Da muss man bloß ein bisschen mit Öl und sonst irgendwas. Und meistens kann man es auch nicht richtig sauber machen, weil ja der Verschluss auch relativ verbaut ist und man das ja auch nicht jedes Mal auseinanderbauen kann. Aber bei Schwarzpulverwaffen ist das, sieht das ganz anders aus. Da muss man die schon richtig auseinanderbauen und dann muss man die mit heißem Wasser und mit Persil und sonst, nicht Persil, Briel richtig auswaschen und dann riecht das richtig schön nach verfaulten Eiern und man muss wieder einölen. Also es ist eine richtige Prozedur, das richtig sauber zu machen. Und wenn man das halt eben nicht macht, entsteht da Schwefelsäure. Das ist Schwefel mit drin in Schwarzpulver. Und dieses zieht dann relativ schnell Wasser auch und wird schnell feucht und dann entsteht da schweflige Säure und dann Schwefelsäure in letzter Konsequenz. Und das greift letztendlich halt auch den Lauf an, die Metallteile, es fängt an zu rosten und so schnell man kann sich gar nicht so schnell umschauen, also es ist relativ schnell dann einfach korrodiert und vergammelt. Also muss man es gleich am gleichen Tag noch sauber machen, einölen und so weiter und so fort. Es ist eine relativ große Prozedur und ja, deswegen mache ich es eigentlich nicht so gerne. Aber es macht einfach schon irgendwie Spaß. Es ist einfach die Krux dabei. Ja, wie gesagt, das war gestern irgendwie noch interessant war. Heute, ja, ist ein ganz normaler Sonntag. Es hat sich ein bisschen abgekühlt, wie gesagt. Ich hoffe, das wird jetzt bald wieder, sagen wir so, temperaturmäßig. Mag ich schon ganz gerne, wenn es warm ist, aber es sollte nicht zu schwül und zu drückend sein. Zu kalt ist nichts und zu warm ist auch nichts. Aber das wissen wir ja, Extreme mag ich nicht und ich versuche auch diese Extreme irgendwie zu vermeiden in meinem ganzen Leben irgendwo. Ja, was gibt es noch Interessantes zu erzählen? Letzte Woche, genau, habe ich auch meinen Podcast letztens erwähnt, war ja natürlich die Google Show, also nicht Google Show, sondern die Google Entwicklerkonferenz. Da gab es einiges Neues, habe ich was in meinem Podcast dazu erzählt, brauche ich jetzt glaube ich hier nicht nochmal erwähnen. Fand ich aber auch ganz spannend, was da Google vorgestellt hat. Ich denke, da wird sich noch einiges tun und habe gerade heute auch nochmal einen Podcast vom Uwe Baltner gehört, das nette Frettchen. Eine Empfehlung an euch, kann ich wirklich nur empfehlen, ist ein sehr netter Podcast, sehr gut gemacht und was der Uwe da erzählt, ist auch immer sehr, sehr interessant, wie ich finde. Gut, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber höre ihm sehr gerne zu, wenn er da seine wöchentlichen Sachen erzählt. Und er hat auch über diese Entwicklerkonferenz was erzählt und da auch gemeint, dass vielleicht Google zurzeit technologisch gesehen ein bisschen einen Vorsprung hat vor Apple. Apple fehlt vielleicht ja doch tatsächlich Steve Jobs. Ist jetzt meine Interpretation. Google hat, glaube ich, noch nie so diese große Führungspersönlichkeit gehabt wie jetzt bei Apple. Bei Apple ist er wirklich eine Person. Steve Jobs ist da einfach Apple gewesen und auch der Treiber für gewisse Projekte. Klar, natürlich ist da auch ein ganzes Team dahinter, aber er ist, glaube ich, derjenige, der auch diese Visionen hatte und das dann auch im Prinzip auch vorangetrieben hat, kontrolliert hat. Und so etwas fehlt, glaube ich, inzwischen jetzt bei Apple. Wir haben, glaube ich, noch nicht geschafft, diesen Umstieg auf ein System, das diese Innovationsfreudigkeit am Laufen hält, ohne eine Führungspersönlichkeit. Google hat das irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach auch die richtigen Leute einstellen, dass auch dass man in Google, wenn man sich mal anschaut, was Google alles schon gemacht hat und ausprobiert hat und auch was sie an Diensten irgendwo haben, dass man sich dort einfach auch als Angestellter oder Angestellte austoben kann, sozusagen seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und nicht von vornherein irgendwie abgeblockt wird. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. War vielleicht einfach auch darum, dass sie die richtigen Leute einstellen. Ich habe auch schon mal mitbekommen, dass also gar nicht so einfach ist, bei Google eine Stelle zu bekommen, dass das Auswahlverfahren sehr, sehr aufwendig sein soll. Gut, aber bei Apple wird es ähnlich sein, vermute ich mal. Aber vielleicht liegt es auch einfach am Betriebsklima. Dass das Betriebsklima, Entschuldigung, ich muss mal hier, mir läuft hier ein bisschen der Schweiß runter. Ja, das ist wie gesagt halt Sommer. Ja, vielleicht liegt es einfach am Betriebsklima, dass man da diese Kreativität eher fördert. Und bei Apple habe ich immer schon so das Gefühl, diese Geheimniskrämerei, ja nichts nach außen dringen und ja nichts irgendwie und diese ganz starken Restriktionen dann irgendwo, dass das vielleicht gar nicht so gut ist für so ein innovationsfreudiges Betriebsklima. Gut, das ist meine Vermutung, aber es ist natürlich Kaffeesatzleserei. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn auch Apple es wieder schaffen würde, diese Innovationsfreudigkeit wieder auch ohne Steve Jobs voranzubringen. Aber schauen wir mal, was sich da tut. iOS 6 kommt ja jetzt im Herbst. Bin mal gespannt, was es da Neues gibt.
Oder ja, bin es aber allerdings erstmal auf Jelly Bean gespannt. Auf Android habe ich ja auch ein Handy. Wie das jetzt sein wird, das werde ich ja nächsten Monat wahrscheinlich ja over the air bekommen. Also ich habe ja ein Nexus S, von daher bin ich also relativ früh dran mit dem Update und nicht erst irgendwie Jahre später wie bei anderen Herstellern. Das ist der Vorteil, wenn man direkt ein Google Originalprodukt hat. Ja, okay. Ich weiß, ich verfasle mich schon wieder und tue mich schon wieder in irgendwelchen Techniken, Krimskrams da irgendwo. Ist ja kein Technik-Vlog hier. Wohl, könnte ich ja vielleicht auch machen, oder? Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber ich weiß, ihr wisst ja, das ist dann auch, ja, ist meine Sache. Es ist mir dann einfach ein bisschen zu aufwendig, weil da muss man dann ja doch auch wieder testen und Zeug und sonst irgendwas, aber wäre vielleicht auch ganz interessant. Wie gesagt, ich bin da immer noch auf der Suche nach Themen. Also wenn ihr was wissen wollt von mir, ich habe schon mehrmals gefragt und gesagt, schreibt mir, fragt mich und zwar wirklich so, dass ich am besten, ja, fragt mich einfach, was wollt ihr wissen, was interessiert euch von mir persönlich oder allgemein. Ich werde versuchen, es zu beantworten. So ähnlich wie jetzt bei Cosi. Cosi macht auch so Frage-Antwort-Videos und das ja, finde ich ganz interessant. Habe auch letztens ihr letztes gesehen. Und ja, okay. Ich merke, ich komme jetzt irgendwie gerade nicht weiter und von daher höre ich jetzt einfach mal auf und es geht dann das nächste Mal weiter. Bis bald, eure Michaela. Tschüss. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge meiner Videos verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnieren würdest. Also, klick drauf.